gehört, Sie sind der einzige Gast hier. Ich setze mich mal zu Ihnen, junger Mann. Sehr gerne, Müller, mein Name. Müller, Meier, Schmidt. Mir wurde an der Rezeption gesagt, hier wohnt ein Herr Schmidt momentan im Sachs-Hotel zu Hagen. Ja. Das müssen Sie sein. Ja. Guten Tag, Herr Schmidt. Mir wurde gesagt, Sie sind inkognito hier. Nicht wie schon einige Male kolportiert wurde mit Auto. Bist mit dem Zug gekommen. Das ist mit dem Zug heute gekommen, ja. Martin Schmidt, den weiten Weg aus Bamberg ins schönste Hagen der Welt, in die Mutterstadt des DBB. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja. Der Mann wird neuer Geschäftsführer von Phoenix Hagen. Das stand schon länger fest. Mhm. Es war auch schon in aller Munde, oder es ist in aller Munde, aber es ist noch nicht so richtig official, official. Da können wir jetzt einen Haken dran machen, aber was macht das mit dir vom Kopf her, wenn es irgendwas mit dir macht? So dieses, uff, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr, Baby, jetzt ist es so. Ja, die Frage habe ich mir vorher auch schon ein paar Mal gestellt, was der Moment mit mir macht, wenn es offiziell wird. Das ist aber tatsächlich so, dass es sehr viel Vorfreude hervorruft auf diese neue Aufgabe. Ich habe mich jetzt sehr lange schon damit beschäftigt. Die Gespräche laufen ja seit Anfang Jahr, haben wir darüber gesprochen. Und habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt, immer mehr in die Tiefe gegangen. Und bisher war es alles immer so halb und ja, das wird dann so und das würde dann so. Aber man darf ja auch noch gar nicht sich offiziell damit beschäftigen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mich extrem darauf freue, dass es losgeht. Es sind viele Pläne schon entstanden. Also ich glaube, bei mir zu Hause liegt schon das halbe Wohnzimmer voll mit irgendwelchen Aktenzetteln, wo Ideen draufstehen und Projekte und wieder Ideen. Und das jetzt auch angehen zu können und offiziell angehen zu können, ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Da freue ich mich drauf. Und du sagst, bevor wir Richtung Zukunft gucken, lass uns genau, zumindest einen ganz kurzen Abstecher zu dem Punkt machen, den du gerade beschrieben hast. Ne? Also Anfang des Jahres Gespräche etc. pp. Und dann fällt irgendwann die Entscheidung. Aber was hat dazu beigetragen, dann am Ende zu sagen, ich verlasse die zweitschönste Basketballstadt Deutschlands, meine Heimat dazu genommen, die drittschönste. Ich verlasse Bamberg und komme nach Hagen und lasse mich auf dieses Abenteuer Phoenix Hagen ein. Ja. Wieso, weshalb, warum? In aller Kürze. Lässt es sich irgendwie kondensieren, irgendwie zusammenfassen? Ja, definitiv. Ich glaube, das Projekt und die Marke und das Thema Phoenix Hagen ist es einfach wert. Ich meine, es ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga, es hat eine durchlebte Vergangenheit hinter sich, mit Höhen und Tiefen. Und ich glaube einfach, wenn man die Geschichten kennt und auch Bilder von früher kennt und auch sieht, was dieser Verein in der Lage ist, auf die Beine zu stellen, fragt man sich, warum ist es im Moment nicht so? Und dann die Chance zu bekommen, mitzuwirken, den Verein wieder dahin zu bringen und diese Fans wieder so zu begeistern und diese Stadt wieder so zu bewegen, wie es eben sein kann. Und auch das Vertrauen, was sicherlich hier und da auch durch die Insolvenz vielleicht hier und da gebrochen ist und weggebrochen ist, auch wieder zu gewinnen und zu zeigen, ja, sowas kann passieren, aber du kannst das alles wieder erwecken. Da mitwirken zu können und das aktiv mitgestalten zu können, sorry, da muss man einen, glaube ich, auch nicht zweimal fragen. Es ist halt ein tolles Thema. Ich erkenne mich da ein bisschen wieder. Ich hatte das in ähnlicher Natur letzten Sommer tatsächlich. Dann muss natürlich aber die Anschlussfrage sein, wenn man das von außen immer nur betrachtet, ne, kann man ja nur zwangsweise, wenn man halt dementsprechend an anderer Stelle tätig ist und halt nicht selber in so einem Konstrukt drin ist. Wie hast du Hagen oder Phoenix vielmehr konkret von außen mal wahrgenommen? Und was hat dich jetzt, wo du deutlich mehr Innenansicht ja auch schon hast, obwohl du offiziell erst zum 1.7. anfängst, was hat dich dann als Teil der Innenansicht bislang am meisten überrascht? Positiv, wie hoffentlich nicht negativ. Also ich glaube, was halt tatsächlich, wie habe ich es von außen wahrgenommen? Es ist, wie gesagt, für mich einer der Basketballstandorte in Deutschland. Du verbindest den Namen einfach ständig mit Basketball. Das verbindest du sowohl auch wegen Phoenix Hagen, aber eben auch wegen dem Deutschen Basketballbund zum Beispiel. Das ist einfach eine Stadt, die einfach in aller Munde ist. Und was man dann eben merkt, wenn man auch in diesen Verein reinschaut und mit Leuten redet, ist, dass es einfach unfassbar viele bewegt. Also es gibt auch langjährige Mitarbeiter, die auf ihre Art und Weise über den Verein reden und auch seit Jahren und Jahrzehnten hinter diesem Verein stehen. Und das zeigt mir halt auch, und das sind halt nicht nur ein, zwei, sondern es sind deutlich mehr, die ich da auch noch jetzt schon kennenlernen konnte. Und das zeigt halt auch, dass die Personen auch alle gewillt sind, in der Zeit auch diese schwierigen Zeiten mitzunehmen und trotzdem dabei zu bleiben und trotzdem daran zu glauben und auch an dem Wert dieses Vereins festzuhalten.
Das ist tatsächlich, das gibt einem halt ein sehr gutes Gefühl, weil man halt genau weiß, man kommt zum, oder ich darf dann zum 1.7. hier anfangen als Geschäftsführer und weiß genau, dass ich genügend an meiner Seite habe, die den Weg mitgehen werden und die das mitfühlen, mitfreuen, mitleiden. Das ist von außen sicherlich schon irgendwo bewusst gewesen, dass es wohl so sein könnte, aber es dann auch zu erleben ist halt spannend. Und nachdem ich mich auch mehr und mehr damit beschäftigt habe, um das Thema negativ vielleicht aufzugreifen, ist es schon so, dass auch viele, sei es Sponsoren oder auch im Gesellschafterkreis oder sei es auch in der Fanszene, durchaus Kritiker gibt, die mit der aktuellen Entwicklung nicht ganz zufrieden sind. Das ist, glaube ich, in einem Traditionsverein normal. Ich habe beim ersten FC Kaiserslautern im Fußball gearbeitet, ich habe bei Große Bamberg die letzten 3 Jahre gearbeitet. Traditionsvereine haben immer positiv wie negatives Geschrei. Man ist Kummer gewöhnt. Ja. Es ist natürlich, ich finde es immer, also es ist ja immer gut, wenn du einfach eine gewisse Historie hast, die erweckt aber ganz schnell auch eine grundsätzliche Erwartungshaltung. Ja. Die ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt oder zu gewissen Zeitpunkten, und da ist Phoenix, glaube ich, momentan genau in dieser Phase, dann aber auch unfassbar schwer ist zu erfüllen. Definitiv. Einfach. Aber es ist doch auch schön. Also ich sage immer wieder, Leute, die positiv wie negativ schreien, kritisieren, motzen, wenn wir es mal so profan sagen wollen, wollen aber reden und wollen darüber reden und wollen was bewegen damit. Jeder Ausruf, positiv wie negativ, zeigt, dass Fans, Sponsoren, Partner, jeder, der da mitwirkt, interessiert daran ist, diesen Verein weiterzuentwickeln, diesen Verein vielleicht dahin zu bewegen, wie er sich das vorstellt. Gefährlicher wäre es, wenn plötzlich die ganze Gesellschaft in Hagen ruhig ist und der Verein wäre ihnen egal. Da hätte ich mehr Probleme mit. Aber das ist halt... Deswegen, ich habe gerade gesagt, ist negativ, dass so viele schreien. Eigentlich ist es aber gut, weil es zeigt, dass die Emotion da ist und auch die Begeisterung dafür und dass man einfach daran glaubt, dass man damit auch was bewirken kann. Und wir müssen das einfach jetzt auch hinkriegen, das zu nutzen. Und das ist auch nochmal ein Grund, warum Hagen, wir müssen es hinbekommen, dieses Potenzial zu nutzen. Jeder zweite Jugo-Coach würde jetzt sagen, in dem Moment, wo ich dich nicht mehr im Training anschreie, hast du ein Problem, weil dann interessiere ich mich nicht mehr für dich. Ja. Das ist ja so ein bisschen dann das Basketball-Äquivalent dazu. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Stichwort 1.7. Du kommst zum 1.7. rein. Wie darf ich mir deine ersten 2 Wochen vorstellen? Du bist einer, der extrem gut organisiert ist, extrem gut durchgetaktet, aber ich könnte mir vorstellen, dass so in den ersten 2 Wochen der Tag mindestens 48 Stunden eigentlich bräuchte, um all das irgendwie angehen und reinpacken zu können, was du vorhast. Gerade, ja. Ich meine, du hast ja nun mal auch in Bamberg die Historie durch die Position als Fanclub-Beauftragter. Es gilt halt einfach, oder der Versuch ist ja, alle möglichst schnell mit ins Boot zu holen, ne? Partner, Sponsoren, aber auch die Fanbase und alle, die dazwischen hängen dementsprechend. Wie kriegt man das unter einen Hut? Ja, das ist eine Frage, die man sich ja immer stellen muss. Also ich glaube, wer im Sport arbeitet, und ich sage das immer wieder ganz gerne, also wer im Sport arbeitet, macht das sein Hobby irgendwo zu Geld. Das ist ja nicht so, als ob das irgendwie, also es zwingt mich keiner im Basketball zu arbeiten, das ist eine absolute Ehre. Und das heißt, so richtig Feierabend hat man in dem Job ja nie. Man nimmt das immer irgendwie mit nach Hause, aber das wird sicherlich hier am Anfang extrem viel, weil das habe ich jetzt auch in den Wochen, in denen ich auch schon informativ immer wieder mit eingebunden war, in viele Thematiken und durchaus mir Gedanken dazu machen konnte, dass alles, was man anfängt zu klären, 5 weitere Baustellen aufruft und alles, was man irgendwie abschließt, 5 neue Sachen wieder beginnen lässt. Das wird eine extreme Herausforderung am Anfang. Ich werde mit Sicherheit nicht reinkommen und sagen, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich möchte jetzt alles verändern, weil wie vorhin schon gesagt, dafür gibt es genügend schlaue Köpfe, die auch Ahnung haben, wie es in Hagen funktioniert. Das heißt, ich werde mir vieles anhören, ich werde viele Infos aufsaugen, werde viele Inputs annehmen und daraus am Ende nicht alleine, sondern mit dem Team gemeinsam was entwickeln, weil ich werde hier nicht reinkommen und plötzlich mache ich alles, sondern wir müssen es hinkriegen, als Team den gemeinsamen Weg zu gehen. Ich glaube schon, dass ich sehr, sehr oft sehr, sehr viel mit nach Hause nehmen werde. Ich merke das jetzt immer schon, wenn mir irgendwelche Gedanken einfallen, dann tippe ich so mein Handy ein und die Latte von diesen Notizen ist extrem lang. Und es wird nicht selten passieren, dass ich nach Hause komme, mich auf die Couch lege, schon halb schlafe, wieder aufwache, den Laptop aufklappe, wieder irgendeine E-Mail schreibe, teilweise an mich selber vielleicht, damit ich am nächsten Tag mit dem Gedanken arbeiten kann. Am Anfang den Ausgleich zu schaffen, wird schwierig. Ich sage es, seit Jahren gehe ich ganz gerne ins Fitnessstudio, das ist so ein bisschen mein Ausgleich, weil in diesen 1-2 Stunden, wo ich mir irgendwelche laute Musik auf die Ohren lege oder einen Podcast und irgendwie meinen Sport mache, vergesse ich ganz oft viele Gedanken. Ich werde mich zwingen müssen, das zu tun, diese Zeit zu nehmen.
Aber ansonsten glaube ich, ist es schon so, dass am Anfang sehr, sehr viele Thematiken kommen werden, an die ich immer wieder nachdenken muss, mit denen ich sehr viel arbeiten werde. Aber, und das nochmal dazu zu sagen, das ist ja mein Hobby, was ich zum Glück zum Beruf machen kann. Das heißt, es fühlt sich nie so an, als bin ich nur auf Arbeit, sondern es mischt sich miteinander. Ja, das hilft definitiv auch, ja, die extra Zeit zu investieren, wenn es sich eben nicht anfühlt wie Arbeit. Ne? Oder dann so dieses, naja, wenn du halt Spielbetrieb am Wochenende hast. Ja. Unter der Woche hört es aber nicht auf. Es ist ja nicht so, dass du dann sagen kannst, ja, weißt du, ich mache mal Dienstag, Mittwoch irgendwie, mache ich mal easy frei. Nee, das funktioniert halt nicht. Und das kannst du, glaube ich, auch auf Dauer nur machen, wenn du, also entweder wenn du total bescheuert bist oder halt, ne, so diese, oder irgendwie so einen inneren Drive hast, der dich, ja, halt dazu, der dich halt dazu bringt. Sonst geht es halt nicht. Aber was sind gerade vielleicht Stichpunkt Interaktion bzw. Kommunikation Richtung Fans und Sponsoren, was sind da so die ein, zwei Punkte, wo du sagst, die sind relativ unmittelbar nach Dienstantritt für mich unverhandelbar. Das sind Dinge, die will ich definitiv, einen Haken dran machen. Ja, also was ich gerade schon angesprochen habe, ist, ich möchte den Standort Hagen, die Stadt Hagen, die Begeisterung, die Erfahrung mit dem Verein, die Erfahrung mit Phoenix Hagen oder auch mit Brandhagen. Also ich meine, es gibt sehr viele, die wirklich in diesem Umkreis dabei sind, die ja nicht nur Phoenix Hagen erlebt haben, sondern die auch die Zeiten davor erlebt haben. Und ich will diese Erfahrungen nutzen, das heißt, wir müssen, und das ist auch ein Punkt, der immer wieder an mich herangetragen wurde, deutlich mehr Plattformen schaffen, wo man miteinander reden kann. Einer der Pläne, das kann man ja jetzt hier vielleicht schon mal platzieren, genaue Infos werden erfolgen, ist, dass wir im Juli auf jeden Fall ein Fanforum versuchen wollen zu veranstalten. Also es wird eine Location geben, man kann hinkommen, man kann Fragen stellen, man darf auch mal eine Kritik äußern, man darf einen Wunsch äußern. Wir werden dort sehr, sehr viele Fragen sehr transparent beantworten, wenn uns das gelingt, so transparent, wie wir es machen können. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwo herzukommen und einfach nur mein Ding zu machen, sondern ich möchte die Inputs auch bekommen, ich möchte die Inputs, die Ideen auch bekommen, weil, und das habe ich jetzt auch in dem Job in Bamberg als Fanclub-Beauftragter gemerkt, dass sehr, sehr viele gute Ideen auch in den Köpfen der Fans oder in den Köpfen von Partnern und Sponsoren schlummern. Nicht alles sind umsetzbar, das möchte ich auch direkt sagen, es wird nicht jeder umsetzbar sein und umsetzbar werden und auch umgesetzt werden, aber ganz oft gibt es einen Anstoß für einen weiteren Gedanken, der dann vielleicht umsetzbar ist. Oder du kannst dann dementsprechend den Leuten auch besser vermitteln, warum, genau, vielleicht gewisse Dinge nicht umsetzbar sind. Richtig. Also wir müssen einfach reden, es müssen auch gewisse Entscheidungen vielleicht nachvollziehbar sein, und da möchte ich einfach mehr Plattform schaffen. Das soll im Juli anfangen, das soll einen regelmäßigen Austausch geben, ganz ungezwungen, einfach irgendwo, man trifft sich, man trinkt gemeinsam auch ein Bier und unterhält sich dann einfach. Du meinst nicht so stocksteif mit Kaffee? Nein. Wir können mal einen Kaffee trinken, aber ich glaube, mit dem Bier sind manche Fragen auch einfach auch ungezwungener. Und von dem her ist das der Plan. In Richtung Sponsoren ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen auch, dass wir es schaffen, unser Sponsorennetzwerk aus der Halle rauszubekommen. Also die sollen auch in die Halle kommen, so ist es nicht, aber wir wollen auch das Netzwerk außerhalb der Halle vernetzen. Das heißt, wer steckt eigentlich hinter unseren Sponsoren? Die in der Halle sind, kennen sich untereinander. Es gibt aber auch viele Sponsoren, die kommen gar nicht zu den Spielen, die sind aber trotzdem Teil des Netzwerks. Die wollen netzwerken, die wollen sich kennenlernen, die wollen vielleicht auch Business-Kontakte nutzen, aber vielleicht auch einfach nur fachsimpeln und wollen auch ein bisschen mehr über den Verein erfahren, denn am Spieltag, sind wir ehrlich, geht es ganz oft einfach nur um den Basketball. Es geht um das Spiel selber, es geht um den Basketball. Es geht aber nicht unbedingt darum, über Hintergrundentscheidungen zum Verein, oder es geht nicht um Ideen, die da auch geäußert werden möchten. Vielleicht gibt es auch Wünsche, die ein Sponsor äußern möchte. Am Spieltag passt das aber gar nicht so sehr. Und da sollen auch Plattformen geschaffen werden, regelmäßige Netzwerkveranstaltungen, Events, wo man sich austauschen kann und wachsen kann. Wo wir aber auch einem neuen Partner, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema in Richtung neue Sponsoren zu finden, das Gefühl geben kann, du wirst Teil einer Familie, die sich nicht nur am Spieltag trifft und Basketball schaut, sondern die darüber hinaus auch miteinander in Interaktion tritt. Und das wollen wir, das möchte ich auch wirklich in die Tat umsetzen, auch mit Unterstützung vom Team, gemeinsam diese Vision wahr werden lassen. Denn am Ende, und das ist ganz wichtig, um gemeinsam erfolgreich zu sein, muss auch jeder ein Stück weit wissen, in welche Richtung wollen wir gehen, wie wollen wir das erreichen, und jeder muss auch Teil dieses Themas sein. Dieses Gemeinschaftsgefühl muss schlicht und ergreifend entstehen, und das erreichen wir nicht, wenn wir uns nur alle zwei Wochen in der Halle treffen. Und ein guter Anfang ist ja schon, oder ist ja so ein kleiner Ring zumindest mit dem Zaunfall, jetzt hoffe ich eher mit dem Zahnstocher, ne? Aber dass wir halt jetzt gerade nicht in der Halle sitzen oder im Phoenix Office, ja, oder auf dem Freiplatz, was auch irgendwie gepasst hätte, sondern wir sitzen halt, ne, bei einem der Partner in Sachs und machen das halt hier. Weil wir gesagt haben, wir wollen euch irgendwie, ne, alle dementsprechend mit einbinden. Außerdem ist der Kaffee sehr gut. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Aber nichtsdestotrotz, weil du eben sagtest auch, ne,
alle 2 Wochen in der Halle und dann steht da der Basketball im Vordergrund. Es ist noch super früh. Aber in welche Richtung soll, / muss nächstes Jahr sportlich aus deiner Sicht die Reise gehen? Ja, also man muss tatsächlich sagen, wir sind Traditionsverein Hagen. Ich kann jetzt nicht mich hinsetzen und sagen, lasst mal gucken, wo die Saison hingeht. Das Ziel eines jeden Teams, und das ist sicherlich auch unser Ziel, ist es, irgendwo in die Playoffs zu kommen. Allerdings muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass die Liga mittlerweile eine sehr starke zweite Liga ist. Das ist aus meinem Munde, ich darf sagen, aus dem Munde eines Geschäftsführers würde es nicht passend klingen, aber sie ist halt fucking competitive. Es ist einfach so. Ja. Also wenn man sich anschaut, dass das Vecht da mit Sicherheit nicht nochmal da landen wird, wo sie gewesen sind, dass wir mit Gießen einen absolut starken Absteiger, die sicherlich schnell wieder aufsteigen wollen haben. Wir werden auch mit Teams wieder konkurrieren müssen, die Lizenzanträge gestellt haben, aber nicht aufgestiegen sind. Wir werden mit Teams konkurrieren müssen, die keine Lizenzanträge gestellt haben, aber Mannschaften mit Lizenzanträgen geschlagen haben. Wir müssen uns mit Teams beschäftigen, die auch nicht in die Playoffs gekommen sind, wie Kirchheim zum Beispiel, die genauso da wieder rein wollen. Das heißt, wir reden über 10, 11, vielleicht sogar 12 Teams, die alle potenziell in der Lage wären, in die Playoffs zu kommen und da rein und auch um die Playoffs mitzuspielen. Wir sind eins dieser Teams. Wir wollen da rein, wir haben das auch in der letzten Saison gesehen, wir sind mit einer positiven Bilanz aus der Saison raus. Ich bin ganz ehrlich, natürlich hätten wir gerne die Playoffs erreicht und die Art und Weise, am Ende mit diesen letzten 2 Niederlagen die Playoffs sozusagen zu verspielen, das ist halt bitter und das ist einfach traurig, aber nichtsdestotrotz mit einer positiven Bilanz hätte es jedes Jahr davor gereicht. Plötzlich reicht eine positive Bilanz nicht mehr, um in die Playoffs zu kommen. Nürnberg mit einer noch besseren Bilanz hat es auch nicht geschafft. Das zeigt, wie stark diese Liga ist. Das heißt, wir wollen wieder so spielen, wie wir es getan haben, wieder mit einer positiven Bilanz enden und wollen in die Playoffs. Aber nochmal, das ist eine richtig schwere Liga. Und das ist halt Fakt. Und dem stellen wir uns aber, dem wollen wir uns auch stellen. Aber es ist nicht ohne. Das wäre ja auch sonst langweilig. Ja. Ein Stück weit, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn da die Challenge? Ich meine, ja, du bist dieses Jahr aus Bamberg gewohnt. Ihr gewinnt am Ende, ich weiß, wir haben telefoniert, ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Martin, ich sehe das nicht mehr so richtig und am Ende gewinnst du 9 von 11, kommst in die Playoffs. Okay, dann ist halt Schluss, aber trotzdem, ne, dann hast du so das Momentum und kannst da hinten reingehen. Und in Hagen war es halt dieses Jahr leider Gottes dann hinten raus mit den 2 Niederlagen. Genau das, was du eben nicht mehr brauchtest, ne, was das dann so ein bisschen bitter gemacht hat. Der findige Zuschauer wird feststellen, der Kaffee ist wieder aufgefüllt. Wir haben länger gequatscht, als wir ursprünglich vorhatten, was gut ist, was ein gutes Zeichen ist, weil es einfach viel zu besprechen gibt und viel zu tun. Ja. Und vor allem ist uns dann aufgefallen, es gibt definitiv einen Aspekt, der absolut auf gar keinen Fall zu kurz kommen darf. Wir haben so ein bisschen schon, ne, über das Sportliche auch gesprochen, über die Competitiveness der Liga. Und wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben Chris als Head Coach. Wir wissen, dass Paul Giese uns leider Gottes verlassen wird innerhalb der Liga. Wir freuen uns da jetzt schon auf ein Wiedersehen, PG. Aber wir wissen definitiv auch abseits des Feldes, wir haben einen neuen Geschäftsführer, wir haben einen neuen Vertriebs- und Marketingmanager und es wird sich insgesamt noch ein bisschen was im Office tun. Nimm uns da ganz kurz mit, hol uns ganz kurz ab, was ist da der Plan? Ja, sehr gern. Also Fakt ist, und das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal auch erwähnt, ist, dass unser Hauptziel sein muss, dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, das Netzwerk zu stärken, Plattformen zu schaffen, wo jeder sich einbringen kann, wo jeder aber auch Informationen bekommt und auch an dem Weg teilhaben kann und Dinge verstehen kann. Und um das halt zu stärken, ist sowohl mit mir jetzt neuer Geschäftsführer auch, der sicherlich im Bereich Vertrieb und Marketing einfach die Erfahrung gesammelt hat. Und ich bin unfassbar froh, dass Dominik als eine der Schlüsselstellen in dem Bereich dazu stößt. Und er hat über sein BWL-Studium, über seine kaufmännische Ausbildung die Grundlagen, wie funktioniert dieses ganze Thema, mit Sicherheit theoretisch auch gelernt und hatte in den letzten Jahren natürlich über seine als Spieler bei Phoenix Hagen auch den Einblick des Vereins im sportlichen Bereich. Und er bringt halt was mit, was man keinem Mitarbeiter anerziehen kann, und das ist die Identifikation mit Phoenix Hagen. Und er macht sich jetzt auch zur Aufgabe, und das hat er mir in vielen Gesprächen auch gezeigt, er macht sich das zur Aufgabe, er will das auch, das Feld Vertrieb und Marketing für Phoenix Hagen zu erobern. Er kann dem Verein vielleicht nicht mehr helfen, indem er jetzt Dreier wirft, wobei wir jetzt zuletzt auch gesehen haben, er könnte es immer noch.
Und vor allem mit den zwei Dankings. Danken kann er auch noch. Danken kann er auch noch. Aber jetzt sag nicht, warum hört er auf? Ich bin froh, dass er jetzt in meinem Team ist. Aber er kann diesen Verein entwickeln, weiterbringen, Einfluss nehmen und diesen Verein auch dahin bringen, wo wir hinwollen, Perspektive 25, die BBL anzugreifen, indem er in dem Bereich hilft, den er jetzt für seine Zukunft ansieht. Und das ist sicherlich eine Schlüsselstelle und das ist extrem spannend. Darüber hinaus wird es sicher hier und da auch noch einige Veränderungen im Team geben, vor allem insbesondere auch im Bereich der Aufgabenverteilung. Wer macht was, in welcher Intensität? Wir werden uns regelmäßig treffen, wir werden regelmäßig uns austauschen und auch die interne Kommunikation auf ein optimales Level bringen, dass wir einfach sagen, jeder weiß genau, was unser Ziel ist, wie wir da hinkommen, wer hat welche Rolle in diesem ganzen Konstrukt, wer hat welchen Einfluss, sodass jeder immer eingebunden ist. Das reicht vom Vertrieb, vom Marketing, Administration, Ticketing, Merchandising, Presse. Jeder muss auch wissen, wo der Weg hingeht und jeder muss auch sich dazu äußern können. Das ist das, was sicherlich in den ersten Wochen sehr viel Konzentration braucht. Aber nochmal, ich komme nicht an und werde diesen Verein komplett alleine jetzt irgendwie führen und sagen, ich mache jetzt mein Ding, sondern es geht darum, als Team gemeinsam uns auch einen Weg zu erarbeiten, der funktionieren kann und auch auf die zu hören, die diesen Weg schon seit längerer Zeit gehen und die vielleicht da auch Ideen von früher einbringen können. Und ich kann vielleicht ein paar Ideen extern einbringen aus einer starken Organisation, auch in Bamberg, die genauso funktionieren können. Am Ende wird ein tolles Konstrukt entstehen. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Ich könnte auch noch Stunden weiter darüber erzählen. Können wir gerne machen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass es ja auch einfach hilft, wenn jemand ja, ne, mit Perspektive von außen irgendwie in so ein Konstrukt reinkommt, weil du dann, was gewisse Dinge angeht, vielleicht ein bisschen unbefangener bist, ne, oder halt dann eben noch nicht so viel Lokalkolorit mitbringst. Auf der anderen Seite hilft das natürlich auch wahnsinnig, wenn du genau so jemanden wie Dominik eben hast, der einfach dann sagen kann oder genau weiß, okay, pass auf, hier funktionieren die Sachen so und die Sachen funktionieren so und das funktioniert vielleicht auch dementsprechend nicht, was man von außen einfach überhaupt noch gar nicht beurteilen kann, ne, wenn man eben diesen Background nicht hat. Ja. Und da hilft, und auf der anderen Seite hilft es dann aber auch wieder, wenn du jemanden, um bei Dominik zu bleiben, hast, ne, der halt ein Ex-Spieler ist, der einfach ein unfassbar gutes Netzwerk hat. Es ist zwar nicht sein Job, vielleicht den Spieler ja, zu finden, aber wenn man dann sagt, was war's, vielleicht ist Spieler XY für uns interessant, aber wir haben doch noch jemanden im Backoffice, den man mal fragen kann, wie seine Meinung ist. Ja. Einfach weil er aus der Sicht des Spielers heraus dann vielleicht nochmal eine andere Perspektive darauf bringt. Was ja super wertvoll ist, wenn du solche ja, Leute im System hast. Definitiv. Dann müssen wir abschließend aber dann tatsächlich auch nochmal, wenn wir schon abseits des Feldes sind, und du warst ja jetzt nicht nur Bamberg 3 Jahre und bist da Freak gestellt, jetzt durch die Playoffs auch geritten. Wem drücken wir denn jetzt dann abschließend die Daumen? Du hast mir erzählt, du hast mit Bulls gegen Utah angefangen. Ja. Warriors gegen, so wie es aussieht, Celtics. Was machen wir denn da? Und guckst du es dir an und werden die ohnehin schon kurzen Nächte dadurch noch kürzer? Jetzt mache ich mir wahrscheinlich jetzt auch ein paar Feinde. Also ja, grundsätzlich ist meine Zeit im Basketball oder meine Basketballbegeisterung begann tatsächlich mit dem Duell Michael Jordan gegen Karl Malone. Chicago Bulls gegen Utah Jazz, das waren so meine ersten Basketball-Inputs. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mich dann verliebt, wenn so ein Ball aus über 6 Metern in die Reuse fliegt, dann findet man das eigentlich ganz nett, wenn das Michael Jordan macht, noch ein bisschen netter. Bin aber ehrlich gesagt kein großer NBA-Fan. Ich muss das tatsächlich immer eingestehen. Ich mag europäischen Basketball taktisch, wo auch mehr Fokus auf die Verteidigung gelegt wird. NBA ist vor allem in der Regular Season ganz oft ein Riesenzirkus. Die Playoffs gucke ich mir tatsächlich schon gern an. Bin auch ein sehr großer Fan von Steph Curry und finde es einfach relativ wild, was er teilweise macht. Aber du sagst gerade, ich war in Bamberg. Da gab es einen Daniel Theis. Daniel Theis spielt bei den Celtics. Ehrlich gesagt, kann man das nicht anders beantworten, ja, als dass ich hoffe, dass die Celtics das gewinnen. Auch, ja, ist die einzige Begründung, außerdem die Celtics auch. Das wäre ihm zu gönnen, definitiv. Ja, ja. Die Celtics auch eine riesen Historie haben, ist ein spannender Verein. Ist, ja. Aber Daniel Theis ist einer der Gründe, warum ich hoffe, dass sie es gewinnen. Ja. Aber ich glaube, dass es schwer ist. Außerdem ist es ein guter Junge. Ja. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich ganz lustig, dass dann wieder so mein Blickwinkel, ich bin auch völlig neutral, würde es aber auch wegen Daniel, weil ich ihn halt auch schon zu Braunschweiger NBBL-Zeiten auf dem Schirm hatte, auch eher gönnen, wobei ich glaube, dass es tough wird. Aber auf der anderen Seite hast du dann auf einmal so einen Typen wie Andrew Wiggins, der halt 2010, das ist mittlerweile auch schon wieder 12 Jahre her, in Hamburg hier bei der U17 WM gespielt hat, damals als jüngerer Jahrgang. Und dann siehst du ihn noch einmal 12 Jahre später und denkst du, okay, gut, dahin kann also die Reise gehen. Also, von daher alles super, dann drücken wir die Daumen und dann gucken wir uns einfach nur immer morgens quasi die Highlights an. Vielen Dank. So machen wir das. Danke auch.